Ja, einen wunderschönen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wann auch immer du das Video hörst oder ja, oder ein bisschen davon siehst. Es ist noch der Pfingstmontag, in der Ferne hört man immer mal ein Motorrad die Straßen entlang sausen und ihr seht einen Schattenplatz und ganz da hinten, also Schattenstraße, ganz da hinten sieht man, wie die Sonne brät und die Landschaft hell macht und es ist sehr warm und ich habe heute Nachmittag einfach einen Platz gesucht mit Hilde, die jetzt im Hintergrund auch wieder hechelt, wo wir etwas sitzen können, ich eine Geschichte schreiben kann, wo wir einfach ein bisschen kühle Luft haben. Immer mal mache ich dann auch das Fenster ein bisschen auf, dass der Wind reinkommt. Die Sonne steht jetzt hier links auf der linken Seite halt hinter den Bäumen und scheint ein ganz, ganz, ganz klein bisschen durch. Wir waren gerade spazieren über einen Weg, wo das Korn im leichten Wind weht. Also Wind ist nicht schlecht. Ne? Das ist das Einzige, was mich sehr erfreut, dass wenn man draußen ist, dass der Wind halt immer mal weht und da ist. Das ist ja schon sehr schön. Wir stehen jetzt ein paar Tage nicht hier, sondern auf einem Platz, in einem kleinen Dörfchen im Solling, an einem Sportplatz, neben einem anderen Bus. Über die Geschichte habe ich heute ein bisschen geschrieben, ein bisschen erzählt von Tina und Heiko, die auch Langzeitreisende sind und Corona-like gerade mal hier in Deutschland sich aufhalten, anstatt in Portugal oder Spanien, wo sie ganz lange waren und wo sie dann auch frühzeitig abbrechen mussten, weil es dann ja Probleme gab. Ich glaube, jetzt hat Spanien auch noch einmal eine Verlängerung bis fast Ende Juni durchgesetzt oder will sie durchsetzen. Das ist schon eine lange Zeit und wenn man dann an einem Ort gezwungen ist zu stehen, ist das schwierig. Also ich habe Freunde in Madrid und die haben gesagt, es ist alles gut jetzt. Also sie sind auch jünger und sie sind auch alle gesund geblieben. Aber dieser Lockdown und diese Quarantäne, das hat sie auch in der Stadt schwerst gebeutelt. Ich lese euch zwei Geschichten vor. Das erste heißt Himmel und Erde. In meiner Solinger Kindheit, ich komme also aus der Messerstadt Solingen, witzig ist daran, dass ich heute durch einen kleinen Ort gefahren bin, der auch Solingen heißt, allerdings mit SOH geschrieben wird. In meiner Solinger Kindheit gab es ein Essen, das die Oma immer für mich zubereitet hat, weil ich das so gerne mag. In Norwegen gab es auch so eine Großmutter, die mich besonders verwöhnt hat, während meine Freundin Rigmor damals zur Schule gegangen ist. Die eine hatte mich mit Pökelfleisch und Rührei verwöhnt und die andere mit Himmel und Erde. Der selbstgemachte Kartoffelbrei mit leichtem Muskatnussgeschmack, dazu der noch leicht warme Apfelkompott und zur Krönung die große Scheibe gebratene Blutwurst. Das Fett ließ sie über das Püree laufen, das sie mit der flachen Seite des Messers wellenförmig gestaltet hat. Mein Leben lang war diese Mahlzeit eine Art Königsessen für mich. Somit ist an diesem Tag auch unsere Reise zwischen den Elementen geprägt von einem besonderen Glücksgefühl. Reich beschenkt, mit einem Fuchspärchen. Das männliche Tier wartet ruhig auf dem Hügel neben dem blauen Bus auf sein Weibchen, das vor Franks Auto gemütlich die Straße überquert. Merkwürdig, der stille Blick zwischen Fuchs und Hilde, als wäre die Zeit angehalten worden.
Und wir sehen 7 Elche in den Wiesen unter sonnenbestrahlten Bergen. Schafe am Wegesrand und Wasserfälle, Wolkentürme und Blaubeeren. Immer wieder stoßen wir auf den St. Olafsleden, einen zeitweise gerade mannsbreiten Pilgerweg, der sich auch nahe unserem Wasserfall geradezu mutig in die Büsche schlägt. Wir fahren übers Fjell nach Norwegen hinein, ein Steinkehr vorbei auf der Küstenstraße 17 und schlafen im Ort Selnes. Ab und zu schreibt mir mal jemand und dann macht's komische Geräusche. So, ich hoffe, dass ihr mich immer noch seht. Mich natürlich nicht, aber die Landschaft so um mich herum. Ich drehe das mal noch so ein bisschen, dann habt ihr ein bisschen mehr Grün um mich herum. Falls jetzt zufällig ein Auto vorbeikommt, sieht man das vielleicht am Ende noch vorbeihuschen. Ja, es ist eine Eiche, unter der ich stehe, die ganz kleine Blätter hat. Ich glaube, hier in der Gegend ist das mit diesem Befall von den Eichenprozessionsspinnen kein Problem. Zumindest habe ich nichts davon gelesen. Die zweite Geschichte heißt Möwen. Eine Minute vor Mitternacht habe ich noch ein halbes Glas roten Wein im blauen Bus, der neben einer grünen Wiese parkt, die bis zum Ufer eines in orangenes Sonnenlicht getauchten Fjordes ausläuft, über den sich eine sanft geschwungene Brücke beugt, deren Geländer sich die Möwen als Schlafplatz ausgesucht haben und ziemlich hysterisch waren, als wir vor Stunden mit den Fahrzeugen die andere Seite aufgesucht haben. Die Lichter der vereinzelt am Wald liegenden Häuser gehen zu Bett, wie auch die beiden Jungs, die im Zelt mit Blick aufs Wasser sich auf ihren Liegen ausgestreckt haben. Über ihre Köpfe hinweg ins Wasser schauen zu der mittig erleuchteten Brücke, unter der die überlebenden Fische sicher jetzt auch ruhig schlafen, vielleicht so unterschwellig wie Hilde, die jedem ungewöhnlichen Geräusch hellwach entgegensieht. Wind ist aufgekommen und bewegt die Blätter, spielt Verstecken mit den Straßenlaternen. Wir sind mit der Abendfähre auf die Insel gekommen und haben uns gleich wohlgefühlt in einer Gegend, die sich abseits vom Tourismus ihren natürlichen Charme erhalten hat. Thomas Hardy sagt, glücklich sein hängt nicht davon ab, dass wir bekommen, was wir nicht haben, sondern wie gut wir nutzen, was wir haben. Leise beständig, der Morgen ist voll, Entschuldigung, leise beständig, am Morgen ist es voller Regen und der Himmel ist grau. Der Nachbar meint, dass die Wetter-App zum Abend hin wieder Sonne verspricht. Wir haben es trocken und eine Kanne frisch aufgebrühten Kaffee zum Frühstück. Und immer noch die verspielten Möwen überm Fjord vorm Fenster. Zur Erinnerung, mein Sohn Arne ist mit seinem Kumpel Frank nach Norwegen gekommen und wir haben uns getroffen und reisen eine Weile zusammen. Wir sind tatsächlich da über eine Brücke gefahren auf eine kleine Insel und der Besitzer der Insel kam dann abends und oder kam dann nochmal vorbei und um zu sagen, wir dürfen hier auf jeden Fall die Nacht verbringen und wir können auch auf der Brücke angeln. War sehr erfolgreich für die Jungs und war ein sehr schöner Platz, ein ruhiger Platz. Ja, ich wünsche euch eine gute Woche. Ich hoffe, dass alles gut läuft bei euch, dass ihr die Tage nach Pfingsten jetzt ein bisschen diätiger angeht, auch ein bisschen ruhiger, weil man ja viel unternehmen konnte jetzt und wirklich viele Menschen unterwegs waren. Also hier an der Unterweser, wo ich jetzt bin, also in dem niedersächsischen Teil der Weser bis Bad Karlshafen, da sind die Campingplätze wirklich
rappelvoll gewesen. Also hier ist richtig viel los und tagesmäßig ganz viele Motorräder unterwegs, wie das dann so ist an solchen Tagen. Okay, ich wünsche euch alles Gute, bis bald. Tschüss.